was ist normal? Wir haben uns die Frage gestellt, was ist nach der Pandemie normal? Ist das, wie es zuvor war, normal oder ist das, wo wir jetzt sind, normal? Deswegen blicken wir mal zurück auf unsere Kundenbedürfnisse und auch in die Zukunft. Wie entwickelt sich der Service des, was hat sich verändert? Zunächst starte ich einfach mal mit einem Blick hinter die Kulissen. Was war der Kundenbedarf im letzten Jahr? Und dazu habe ich einmal drei Kundenprojekte beispielhaft mitgebracht, die aufzeigen sollen, wie ist das letzte Jahr verlaufen, welche Anforderungen gab es denn an den Service Desk. Wir sehen hier eine Chart. Die Balken sind das Volumen, das Anfragevolumen im vergangenen Jahr pro Monat. Und die gelbe Linie stellt den Vergleich zum Jahr 2019 dar. Hier in dem aktuellen Beispiel sieht man eine Kundensituation aus der Automobilindustrie. In dieser sieht man ganz stark und ganz deutlich im April mit Beginn bzw. mit Weiterführung des Lockdowns im vergangenen Jahr einen sehr starken Einbruch der Anfragen im Service Desk, bedingt durch das gesamte Thema der Kurzarbeit, des Arbeitens aus dem Homeoffice. Und nach dem wieder Anlaufen der Wirtschaft und Anlaufen der Produktion sieht man wieder eine Normalisierung der Anfrage in der gelben Linie und teilweise sogar ein etwas höheres Anfragenvolumen, da eben Projekte, die ja im ersten Jahreshälfte eben nicht stattgefunden haben, dann in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt wurden. Im nächsten Kundenbeispiel mal eine ganz andere Darstellung von einem Kunden aus dem Produktionsgewerbe und Entwicklungsbereich. Hier sehen wir, dass gerade in dem Übergang von Office-Tätigkeiten in das Homeoffice hinein wir sehr deutlich im März einen deutlichen Anspruch haben an Anfragen, bedingt natürlich im Hinblick aus, wie komme ich denn auf das eigene Kundennetzsystem von zu Hause. Diese Anfragen waren natürlich im Service Desk sehr präsent gewesen. Danach gab es eine halbwege Normalisierung und wir sehen hier mit der zweiten Welle im Lockdown im Dezember eine deutliche Reduzierung der Anfragen, bedingt natürlich hier, dass dann doch Kurzarbeit auch das Mittel der Wahl war und somit die Anfragen sich reduziert haben. Eine ganz andere Darstellung zeigt das Kundenbeispiel hier aus dem Finanzbereich, wo wir eben die Anwender im Nutzen von Finanzsystemen unterstützen. Da gab es direkt in der ersten Jahreshälfte so gut wie gar keine Effekte. Die Anfragen sind auf dem normalen Niveau geblieben. Aber es gab einen deutlichen Anstieg zum Ende des Jahres, da eben Finanzhilfen, die entsprechend über die Technik beantragt werden mussten, da sehr viele Anfragen hineinkamen. Und das war ein deutlicher Anstieg, den wir dort genau dann zu verzeichnen haben. Also man sieht aus den drei Kundenbeispielen eine sehr unterschiedliche Anforderung an den Bedarf von IT-Support, welchen wir hier abbringen. Wie erbringen wir unseren IT-Support? Ich habe hier drei Modelle mitgebracht der Zusammenarbeit mit Kunden im Bereich Service Desk. Der klassische Inhouse-Service Desk, wie es quasi viele Kunden auch betreiben, aber auch im Bereich von Outsourcing sehen wir hier zum einen in dem gelben das QCE, Qualified Call Entry, wo wir Kunden unterstützen, im ersten Schritt eine zentralisierte Problemannahme aufzubauen, aber eben auch nach dem Kontaktaufnahme und Dokumentation das richtige Weiterleiten an die richtige Stelle. Sehr präsent war letztes Jahr, und das ist eine Entwicklung, die wir sehen, ist das sogenannte Co-Partnering. Das Co-Partnering ist ein Modell, was parallel zum Inhouse-Service Desk läuft und aufgebaut wird und hier aktiv den Service, Inhouse-Service Desk unterstützt, mit genau dem gleichen Umfang wie eben auch der Inhouse-Service Desk, also inklusive einer Lösungskompetenz. Das Co-Partnering tritt ein, gerade bei Übernahme von Volumenspitzen, wie sie eben im vergangenen Jahr im März entstanden ist durch das Übersiedeln des Homeoffice. Oder eben auch in Erweiterung der Servicezeit, weil wir eben schon sehr stark festgestellt haben, dass wir die Vereinbarung von Beruf und Familie sich auch Arbeitszeiten einfach nach hinten verschoben haben oder sich auch in das Wochenende verlagert haben.
Hier galt es letztendlich, ein Modell zu etablieren, welches es ermöglicht, dem eigenen Inhouse-Service das ergänzend beizustehen und eben diese Anfragen zu übernehmen. Es sind natürlich aber auch andere Themen wie Globalisierung und damit Übernahme der Aufgaben im Co-Partnering. Wir haben uns mit diesem Modell für den Stevie Award beworben, weil wir der Meinung sind, dass das wirklich eine Veränderung ist im Service und sind ganz stolz drauf, dass wir hier auch die Auszeichnung in Gold erhalten haben. Ja, und das klassische Full-Out-Service, was Sie hier ganz rechts sehen, ist was natürlich weiterhin sehr präsent ist und wir hier die Kunden unterstützen und die Kernkompetenz des Kunden gerade im IT-Bereich wieder auf die Fokussierung, dafür dann den Fokus drauf zu legen und letztendlich IT-Projekte voranzutreiben und den Support einem Partner überlassen, der letztendlich über verschiedene Wege den Kunden dann hilft. Auf der nächsten Folie habe ich mal dargestellt, wie haben sich denn die Anfragen verändert? Und ich möchte mal ein, zwei rauspicken, gerade eben das Einwahl, die Anfragen zur Einwahl über einen VPN-Client in das eigene Firmennetz. Das sind so Themen, die wirklich sehr präsent geworden sind, aber auch Fragen zu Teams oder WebEx als Social-Media-Plattform zur Kommunikation, die hier entsprechend immer mehr an Anfragen auch mit sich bringen. Also somit eine sehr, sehr starke Veränderung, die wir hier gesehen haben. Und wie sich das ganze Thema ausgewirkt hat in Richtung Zusammenarbeit in den Teams, da übergebe ich an die Claudia Wurst. Dankeschön. Guten Tag. Ich möchte Ihnen jetzt sehr gerne Einblicke in die Herausforderungen geben, die sich im Bereich des Teams, der Führung und auch der Arbeitsorganisation für uns herausgestellt haben. Gern voranschicken möchte ich einige Informationen der Einordnung zu Details in unserem Unternehmen. Wir sind in der Modus ungefähr 650 Mitarbeiter und wir sind es gewohnt gewesen, bis Februar letzten Jahres nahezu vollständig mit all unseren Mitarbeitern von unseren 4 Standorten vor Ort zu arbeiten. Wir haben eine für uns sehr wichtige Einrichtung im Unternehmen, ein sogenanntes Crisis Management Team. Unser CMT wird gewöhnlich zusammengerufen in besonderen Situationen, die es zu bewerten gilt. Das haben wir auch im Februar 2020 gemacht und uns auf täglicher Basis im Kreis der Abteilungsleiter getroffen, um die Empfehlungen des RKIs und natürlich die allgemeine Gesundheitssituation zu bewerten. Wir haben dann schnell entschieden im Februar letzten Jahres, dass wir mit unseren Mitarbeitern ins Homeoffice müssen und hatten innerhalb weniger Tage gestaffelt von 60% zu 75% zu 90% unsere Mitarbeiter ins Homeoffice gebracht. Wir hatten ungefähr 2 Wochen vor Lockdown in Deutschland 75% unserer Mitarbeiter im Homeoffice und das war für uns ein entscheidender Moment, weil wir hier uns soweit schon aufstellen konnten, dass zu dem Zeitpunkt, wo unsere Kunden dann uns intensiv brauchten und die Anfragen im IT-Support anstiegen, wir entsprechend ready waren. Natürlich haben wir alles mit unseren Kunden abgestimmt, alle haben zielgerichtet gearbeitet. Das war eine angespannte Situation, aber durch die Vorgehensweise und die Kommunikation mit unseren Kunden hatten wir uns so vorbereitet. Nun würde ich gerne auf die PowerPoint-Seite gehen und die Erkenntnisse aus den Bereichen darstellen. Wir beginnen mit dem Thema der Kommunikation. Das ist eine Erkenntnis, die wir sicherlich alle gemeinsam gewonnen haben. Wir haben einen intensiv gestiegenen Kommunikationsaufwand und wir haben unser Ziel natürlich auch unsere Teams virtuell sowohl fachlich als auch menschlich über die Distanz zu führen, über die gesamte Zeit aufrechterhalten. Wir haben uns Regeln der Kommunikation gegeben. Beispiele für Sie sind zum Beispiel die Verpflichtung, dass jeder Teamleiter im Minimum einmal pro Woche im One-to-One mit jedem seiner Mitarbeiter spricht, um auch zu hören, wie es dem Mensch geht. Wir haben regelmäßige Team-Meetings, mindestens wöchentlich, beziehungsweise abhängig von Kundensituation und Aufgabe durchaus auch täglich.
Wir hatten zu Beginn der Pandemie die Dauer tatsächlich unterschätzt und haben zu Mitte des Jahres auch klare Regeln zur Arbeit aus dem Homeoffice nochmal schriftlich in Leitfäden für Mitarbeiter und Führungskräfte fixiert und das Rahmenwerk so gegeben, sodass auch jeder Mitarbeiter und auch jede Führungskraft sowohl zu Arbeitsaufgaben, zur Arbeitsplatzorganisation, aber auch zum Wellbeing, wie passen wir auf die Mitarbeiter auf, sodass sie auch Beruf und Privat im Homeoffice trennen können, festgeschrieben. Ich möchte zum Recht des Teamings Einblicke geben. Wir haben uns verändert, Tools wie unser Lotus Team Meeting oder auch Teams Meetings oder WebEx Meetings sehr intensiv in Einsatz gebracht, um zumindest zum Ton auch das Bild zu haben, die Kollegen sich entsprechend sehen können. Ein weiteres Beispiel hier ist unsere Modis interne Plattform, unser Mitarbeiterportal. Wir haben hier eine Sektion eingerichtet, eine sogenannte Community, die mehr Social Media like es den Kollegen ermöglicht, sich untereinander auszutauschen. Es wird sehr rege genutzt. Zum Punkt der Motivation ist natürlich auch vieles zu sagen. Wie hält man Motivation über mehr als ein Jahr im Homeoffice aufrecht? Wir haben teilweise Kollegen, die auch das ganze Jahr über nur im Homeoffice gearbeitet hatten. Wir gehen sehr individuell auf jeden Mitarbeiter ein. Wir nehmen jeden Mitarbeiter ernst. Wir haben uns auf verschiedene Situationen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern eingestellt und wir bekommen das tatsächlich auch in Motivation als Dank zurück. Sie sehen es ganz rechts, Familie und Beruf als Vereinbarkeit dieser Themen. Das Stichwort kann ich gerne herausgreifen. Wir haben sehr viele berufstätige Eltern, die ihre Kinder nicht mehr zu Kindergarten oder Schule geben konnten. Wir haben in der Arbeitsorganisation geändert, Offline-Arbeitsaufgaben in bestimmten Situationen für die Mitarbeiter ermöglicht. Wir haben Arbeitszeitmodelle sehr individuell für die Mitarbeiter gebaut. Also wir waren sehr kreativ, haben aber auch viel gelernt durch diese Zeit und haben so gemeinsam den Weg gefunden, mit allen Themen umzugehen. Sie sehen trotzdem auch den Punkt Qualität auf der Chart. Wir sind im Kundensupport. Der Dienst am Kunden ist unsere Aufgabe. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass alle Arbeitsaufgaben auch sehr ordentlich, qualitativ, hochwertig mit Lösungsraten weitergeführt werden. Unser Weg ist hier, die bekannten Scorecards und Dashboards mit den Mitarbeitern regelmäßig individuell auszutauschen, sodass auch jeder Mitarbeiter weiß, wo er steht. Und wir aber eben auch sicherstellen, dass unsere Arbeitsergebnisse auch auf Distanz die gleichen bleiben. Das sind so Einblicke in den Themenbereich und die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Ich möchte dann jetzt zum Sven Lehmann zurückgeben, denn wir haben natürlich auch Chancen in 2021 für das Unternehmen und würden die auch gern teilen. Genau, Dankeschön. Ja, immer weiter nach vorn haben wir das genannt, weil wir schon gesehen haben, welche Themen haben sich entwickelt und wie kann man die weiter verwenden in die folgenden Jahre. Auch hier haben wir eine Unterteilung gewählt im Bereich Kommunikation, Virtualisierung und Automatisierung. Blicken in Richtung Kommunikation, hier sehr stark natürlich in die Kommunikation mit Kunden, Kommunikation in Netzwerke hinein. Dies ist natürlich geprägt durch das soziale Distanz, die immer mehr aufgetreten ist durch die Kontaktverbote auf den digitalen Weg. Das ist eine Entwicklung, die haben wir gesehen und wird auch weiterhin uns sehr erhalten bleiben, da über die digitalen Kommunikationswege wie eben Teams, WebEx, Zoom, wir immer mehr in die Situation kommen, schnell sich zu connecten, Themen abzustimmen, ohne einfach Reisezeit zu generieren und das in einer gewissen Art und Weise sehr unproduktiv ist. Ich glaube, diesen Anschub in die digitale Kommunikation hat es gebraucht in vielen Bereichen der Wirtschaft und eben auch bei uns in der Kommunikation mit Kunden, um wirklich schnell, effizient zu Ergebnissen zu kommen. Und das wird uns auch weiterhin begleiten, das Thema digitale Meetings auf den digitalen Plattformen. In der Virtualisierung, so wie wir heute auch virtuell hier zusammensitzen in einem Roundtable, so ist das Thema virtuelle Messen, wird auch immer stärker
werden oder ist auch schon sehr stark geworden. Es gibt immer mehr Messen, die auch in 3D-Technologien genutzt werden, wo man sich über Avatars dann in den Messewelten dann bewegen kann und eben auch an den Konferenzen teilnehmen kann, was ein sehr schönes Stilmittel ist, um weiter in Kontakt zu bleiben und weiter sich auch als Unternehmen und seine Produkte halt auszustellen zu können. Aber auch das ganze Thema Virtualisierung, gerade bei uns, die mit sehr vielen Mitarbeitern zusammenarbeiten, wie erfolgt den Einstellungsprozess, wie gewinnt man Auszubildende in einem Unternehmen, ohne dass man das Unternehmen mal anfühlen kann, ohne dass man einen Rundgang machen kann im Unternehmen. Da gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten über 360-Grad-Videos eben genau diesen Rundgang dem Bewerber, dem Azubi zur Verfügung zu stellen. Und dass ich sich eine Vorstellung machen kann, wie sieht es denn in einem Büro aus, wenn wir denn wieder mal in einem Büro sitzen. Aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt, gerade in der Auswahl des Berufs. Also wir sehen das Thema Virtualisierung in Thema Events ist was sehr, sehr stark in Vormarsch bekommen hat die letzten Monate. Und ich denke auch in den nächsten Jahren sehr, sehr stark uns erhalten bleibt. Im Bereich der Automatisierung ist, so haben wir gesehen, gibt es schon sehr viele Aktivitäten. Wir haben das letzte Jahr genutzt, genau eben dort auch sehr viel Energie zu investieren. Ich möchte da mal ein Beispiel herausbringen, ist das Thema Chatbot. Wir haben uns letztes Jahr die Aufgabe gestellt, wie kann ich ein Chatbot in den IT-Support integrieren und etablieren, sodass dem Endanwender auch wirklich geholfen wird. Wie können IT-Anfragen gelöst werden über Self-Help-Funktionen oder eben auch, wie komme ich denn zur richtigen Antwort auf die Frage? Wir haben, auch hier sehen Sie den Stevie Award, uns damit auch beworben, damit, weil gerade im IT-Bereich das noch sehr in den Anfängen steckt und wir auch sagen wollten, wir wollen unseren Kunden an der Stelle helfen und das wird weiter in den Ausbau gehen und wir haben ja in dem letzten Jahr sehr viel Erfahrung damit gesammelt. Aber auch das ganze Thema Kanalisierung der Anfragen sind Themen, die über Automatisierung abfindbar sind oder abbildbar sind im Sinne auch von einem Passwort-Reset. Und all diese Dinge haben letztes Jahr sehr an Präsenz und an Bedeutung gewonnen. Nun möchte ich wieder an die Claudia Brust übergeben, die mit den gewonnenen Erfahrungen auch mal ein paar Kundenfeedbacks zeigen möchte, wie das ganze Thema bei Kunden aufgenommen wurde. Danke. Wir als Modis arbeiten im Kundensupport. Was sagen unsere Kunden, ist natürlich für uns besonders wichtig zu wissen, gerade unter den Herausforderungen, die im Jahr 2020 auf den IT-Support zugekommen sind. Ich möchte gerne mit der nächsten PowerPoint-Seite kurz hierzu Informationen teilen. Wir fragen regelmäßig monatlich unsere Kunden über verschiedene Methoden, über Surveys, über Ticket-Feedbacks nach ihrer Meinung zum Support. Wir konnten in 2020 auch sehr gute Ergebnisse erreichen und sogar eine kleine Steigerung in den Monaten März bis Juni verzeichnen. Mit der nächsten Seite würde ich sehr gern noch einige Kundenfeedbacks in dem geschriebenen Wort mit Ihnen teilen. Die Aussage hier ist für uns ganz wichtig. Kunden brauchen funktionierende IT-Support-Organisationen und wir mit unseren IT-Service-Desk-Abteilungen sind Teil des IT-Kundensupports. Die Kunden müssen sich auf ihr eigenes Geschäfts-, auf ihr Core-Business konzentrieren können. Wir haben in den Feedbacks Verschiedenes gesehen zu gestiegenen Volumen, zu Corona-Pandemie-Herausforderungen. Wir haben positive Feedbacks unserer Kunden, die aber auch daraus resultieren, dass wir einfach immer gemeinsam gearbeitet haben. Die Kommunikation ist auch hier der Schlüssel. Wann wird was benötigt? Wann werden wahrscheinlich welche Volumen kommen? Wir haben mit unseren Kunden regelmäßig gesprochen, um zu wissen, was gebraucht wird. Und die positiven Feedbacks sagen uns, dass entsprechend das gelungen ist, den Bedarf zu decken. Ich möchte gern zur nächsten PowerPoint-Seite gehen. Es war natürlich auch
für uns im Jahr 2020 alles anders. Gewöhnlich haben wir sehr viele Termine, versuchen uns über Messetermine, über Kundengespräche extern zu zeigen. Die Veränderungen im Jahr 2020 haben uns natürlich auch die Möglichkeit gegeben, ein Stück intern nach innen ins Unternehmen gerichtet, Optimierungspotenziale zu suchen und umzusetzen und auch noch neuen Wegen zum Kontakt zu suchen. Ich möchte aus beiden Bereichen ein Beispiel wählen. Sie sehen zum einen die ISO 27001-Zertifizierung als internes Beispiel. Wir haben sowohl die Zertifizierung in 2020 als auch die Rezertifizierung in 2021 zwischenzeitlich erfolgreich absolviert und agile Methoden hierzu verwendet. Und im Bereich der Außendarstellung ist schon zu sagen, wir sind auch mit dem letzten Jahr deutlich digitaler geworden hier in diesem Bereich. Wir begannen doch sehr zaghaft mit einigen Online-Seminaren und haben mittlerweile einen gefüllten Seminarkalender bis zum Ende des Jahres 2021 und gehen alle zwei Wochen mit einem Thema im Online-Seminar zu potenziell interessierten Teilnehmern. Beispiele hier sind sehr bunt gemischt von Transition-Erfahrungswerten von wie messe ich KPIs, IT-Service-Management-Erfahrungswerte, wo sehen wir die Zukunft und Entwicklung des IT-Helpdesk. Wir haben hier verschiedene Themen erarbeitet und entsprechend ja, diese Vorgehensweise auch schon ausgelöst aufgrund der Situation des letzten Jahres für uns entdeckt. Ich möchte gern dann auch noch weitergehen zur nächsten Seite, denn auch hier sind Aussagen, im letzten Jahr haben wir schon auch unsere Werte als Unternehmen auf den Prüfstand gestellt. Für was stehen wir, für welche Werte wollen wir eintreten? Sie sehen zum Beispiel das Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen, dem sind wir beigetreten. Es geht um ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. Wir haben uns dem verpflichtet und wollen so als Unternehmen unseren Beitrag leisten. Weiterhin sehen Sie auch die Charta der Vielfalt und hier Chancengleichheit und Vielfalt im Unternehmen für alle Mitarbeiter. Das ist unser Wert, den vertreten wir. Wir sind dieser Charta beigetreten. Sie sehen auch auf dieser PowerPoint-Seite dann noch einmal ein schönes Resultat zum letzten Jahr mit dem Net Promoter Score von 75 aus dem Bereich unserer Kunden, der auch im letzten Jahr deutlich ansteigen konnte. Ich möchte gern mit diesen Informationen schon das Schlusswort und das Fazit ziehen. Das Jahr 2020 war getrieben von Veränderungen. Wir haben uns denen als Unternehmen gestellt, sind deutlich digitaler geworden, sind den Weg der Digitalisierung mitgegangen und haben mittlerweile einen Punkt erreicht, an dem wir uns in diesem neuen Umfeld sehr sicher fühlen. Aber auch trotzdem sind wir uns sicher, dass wir noch neue Herausforderungen bestehen werden und dass wir natürlich auch weiter noch nach neuen Möglichkeiten in diesem neuen Normal suchen werden. Mein Kollege Herr Lehmann und ich bedanken uns sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank.